Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal zur nächsten Mod-Vorstellung für Transport Fever 2. Schön, dass ihr dabei seid. Heute habe ich wieder was richtig, richtig Cooles von der Serie. Die hat nämlich ihr Urban Assets Beta Projekt erweitert, geupdatet, und zwar ist da jetzt eine schöne Lagerhalle dazugekommen zum einen und zum zweiten ein schönes öffentliches Gebäude, was man ja vielfältig verwenden kann als Stadthalle, als Stadtbibliothek, als Schwimmbad, als Veranstaltungshalle, ja, und was euch auch immer noch einfällt. Die restlichen Gebäude in dem Pack hatte ich ja schon mal vorgestellt und habe ja gesagt, dass wenn was Neues dazukommt, ich da auch auf jeden Fall Updates bringen werde, weil ihr feiert ja die Sachen von Siri genauso wie ich. Das ist einfach Wahnsinn, was für coole Gebäude sie macht hier. Die Sparkasse ja zum Beispiel auch. Richtig, richtig genial. Ja, wie gesagt, den Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Aber ich möchte dazu nochmal betonen, es ist eine Beta. Also, ja, um euch das mal zu zeigen, wir haben ja hier diese grünen Markierungen an den Gebäuden. Das bedeutet, das bleibt so, das könnt ihr auf jeden Fall benutzen. Dann haben wir ja Orange, das heißt, ja, könnte eventuell nochmal verändert werden. Und dann gibt es Rot, das bedeutet auf jeden Fall nicht setzen, weil das wird entweder noch entfernt in dem Zustand, in dem es ist, oder es wird zu Abstürzen kommen, wenn ihr das im Safe Game benutzt. Das ist dann wahrscheinlich nur zu Testzwecken drin, weil es ist ja eine Beta. Jeder, der das abonniert, ist quasi ein Beta-Tester. Die Variante hier, dieses öffentliche Gebäude Curve, war zum Beispiel auch als rot gekennzeichnet, war gar nicht zu übersehen. Da war so ein großes Icon oben drüber mit so einem Haltzeichen. Und ja, seid euch dem gewiss. Und ich würde sagen, wir gucken uns als erstes die Industriehalle an, weil da gibt es nicht so viel zu zeigen wie bei der Stadthalle. Das ist so ein kleines, schönes Gebäude hier. Haben hier, wie wir das ja von Siri kennen, wieder schöne Einstellungsmöglichkeiten. In der Fassade hier, entweder die Würfel, dann wird es zufällig gemacht. Oder wir nehmen halt eine Textur, wie sie uns gefällt. Dann haben wir hier noch ein Logo, was wir drauf machen können. Zahnräder, dann haben wir hier so ein Heini, der Holz schleppt, dann Kartons oder halt einen Gabelstapler mit einem Karton, dann können wir einen Slogan drauf machen. AG steht dann da oben links vor Spedition. Ne? A, GmbH oder keine. Anordnung längs oder quer können wir auch noch machen. Wenn wir hier die Anzahl nehmen, einmal längs, hier auf 12 Stück, dann haben wir so eine schöne lange Halle. Und wenn wir auf quer gehen, ist das Ganze so angeordnet. Da ist 12 natürlich viel zu viel. Aber man könnte natürlich hier 3 nehmen. Baut das einmal so. Dreht man das einmal. Und baut das vielleicht sogar einmal so. So. Na, zum Beispiel. Echt cool. Ja, so viel zu der Industriehalle Alleestraße. Alleestraße Bochum. Und jetzt kommt für mich das Highlight, und zwar das öffentliche Gebäude Curved. Und das ist wirklich echt super. Wir nehmen hier erstmal keine und bauen das erstmal so. Und der absolute Knaller ist, wenn man uns das hier mal anguckt, wenn man hier oben reingeht, dann sehen wir hier drinne, dass hier, ne, hier haben wir Computerbildschirme drin, ein Regal. Man sieht das jetzt nicht so gut durch die Spiegelung, aber hier sieht man es ja auch. Hier stehen die Regale drin. Ja, hier haben wir Vorhänge. Hier sind die Rollos unten. Auch hier Regale drin. Und da hat der gute Mediziner, hat der Siri da ordentlich geholfen.
dass wir hier nicht nur die Spiegelung auf den Scheiben haben, ne? Seht ihr ja die Spiegelung, sondern hier auch quasi angedeutetes Innenleben haben. Das finde ich echt genial. Hier sind Vorhänge, hier sind die Rollos unten. Hier sieht man die Computerbildschirme. Wie gesagt, hier die Regale stehen. Hier auch, wenn es rausgeht auf die Terrasse. Also es ist echt schon High Class, muss ich schon sagen. Also das ist wirklich richtig genial. Hier haben wir noch Solarpaneele drauf, Lüftungsanlagen. Hier oben so Tageslichtfenster oben in der Decke. Auch eine Abluft hier oben drin. Alles ist schon, ne? Man sieht das ja hier unten. Auch noch so eine Sitzgelegenheit. Eine Tür. Ein kleines Sideboard. Eine Blume hier. Also richtig, richtig klasse. Also da war die Siri mal wieder richtig, richtig fleißig. Und wie gesagt, dann können wir hier auch noch das Modell auswählen. Seht ihr hier? Können wir das auch nehmen ohne den Seitenanbau oder nur den Seitenanbau. Aber ich mache das jetzt mal. Dann nehmen wir nochmal weg. Und dann zeige ich euch das so. Wir haben ja hier das vollständige Gebäude. Und wie gesagt, dann haben wir das einmal so. Könnte man dann zum Beispiel hier, zack. Könnte man das auch machen. Hier. Ne? Kann man auch so bauen. Auch kein Problem. Ist alles kombinierbar. Und dann haben wir auch nur diesen unteren Bereich. Und das würde auch, ja, wie ich finde, prima durchgehen. Als Messehalle vielleicht sogar oder als, ja, Stadthalle. So wie es dann auch drauf steht. Oder als Schwimmbad. Echt cool. Aber wir nehmen mal das ganze Gebäude. Da können wir hier wieder die Fassade auswählen. Dunkel, dieser Betonoptik oder halt hier so mit so hellen Platten dran. Das Dunkle finde ich persönlich am schickesten, am schickesten, am schicksten. Und dann können wir hier die Fenster und die Schrift auch hell oder dunkel wählen. Und als Aufschrift gibt es, wie gesagt, Stadthalle, Schwimmbad. Da steht rechts Schwimmbad und hier oben links. Und dann noch Stadtbibliothek oder halt nichts. Dann könnt ihr das so verwenden, wie ihr das möchtet. Was ich auch ganz lustig finde, ist, man das baut. Dann haben wir hier natürlich noch Siris. Hashtag da drauf, den Apfel Siri und dann Urban Assets Beta. Das steht aber nur da drauf, wenn ihr dem Ganzen hier eine Beschriftung gebt. Hier auch noch eine Tür. Kamera überwacht. Ja, hier auch nochmal Beschriftung. Echt, echt geil. Und jetzt sieht man hier oben auch nochmal, wenn man hier so bisschen weiter weg guckt, sieht man hier auch die Inneneinrichtung, die da angedeutet ist. Ah, es ist schon Next Level, muss ich schon sagen. Na, hier sieht man es auch noch mal gut im Schatten. Geil. Und wie gesagt, hat sie mich auch darum gebeten, dass ich den Mediziner da noch mal erwähne. Der hat da wirklich ihr sehr, sehr geholfen und in stundenlanger Arbeit das auch möglich gemacht, dass das hier Innenleben hat. Aber natürlich kein echtes, sondern nur, seht ihr, nur hier quasi als Textur drauf. Sehr, sehr, sehr geil. Ja. Gefällt mir außerordentlich gut. Und das Terrain kann man natürlich wieder an- und ausschalten. Ja. Das soll es aber auch schon gewesen sein. Kleines Update der Urban Assets Beta Mod.
Ich wünsche euch viel Spaß damit und bitte tut mir einen Gefallen, wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst der Siri doch einen netten Kommentar da, einen Daumen nach oben, verleiht ihr vielleicht sogar einen Preis. Und falls euch irgendwelche Fehler auffallen, wenn ihr das Ganze benutzt, dann meldet euch doch in dem Diskussionsthema zu der Urban Asset Beta, weil dafür ist es ja eine Beta, dass wenn einem irgendwas auffällt, dass man da auch eine Rückmeldung gibt. Und wie gesagt, wenn man was geschenkt bekommt, dann sollte man sich auch bedanken, also fleißig kommentieren bei ihr. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und ja, würde mich auch über eine Bewertung übrigens freuen. In dem Sinne, bis bald, ciao.